Meine Lieben, willkommen zurück zu Mystic Quest Legend. Es geht weiter hier in der Eispyramide voller Elan. Während wir uns jetzt um diese Viecher hier kümmern, wir werden zumindest mit aller Macht versuchen. Schwerer Treffer und anfällig. Das macht auf jeden Fall viel Schaden. Und Schaden ist, wie wir wissen, immer gut. Aber nicht, wenn wir ihn abbekommen. Aua. So, Ach Quatsch, steht da genug Pfeile? Egal. Es reicht ja auch so. Und dann geht's hier weiter. Oh ja, da haben wir natürlich die Augen. Und die können wir ganz einfach ausschalten, wie wir ja schon erfahren haben zuletzt. Und schwuppdiwupp. Das war's. Und dann noch einmal eine Eiskrabbe, die wir ja schon kennen. Und wie gesagt, die werden sich alle wiederholen, die Monster. Halt, das war jetzt vielleicht doof. Au. Au, au, au. Ich würde sagen, wir machen mal schnell Wunderheiler. Ich glaube, ein so ein Krafttrank stellt 25% der Gesamt-KP wieder her. Soweit ich das richtig in Erinnerung habe. So. Und so und so und so. Und ich weiß auch gerade gar nicht, ob wir hier richtig sind überhaupt. Wir haben ja noch ein paar andere Wege offen. Kann auch sein, dass wir dahin müssen. Naja, wir werden sehen, ob wir hier irgendwas erreichen können. So, was haben wir hier noch? Mal gucken. Gegner auf jeden Fall. Schwupp, halt. Schwuppdiwupp. So. Und dann sollten die doch relativ flott down gehen. Halt. Reicht das jetzt so mit der Bombe? Ich denke schon. Natürlich reicht das. Okay, was haben wir hier oben? Eine Kiste? Nee. Ach, hier ist ein Geheimgang. Ist ja auch toll. Okay. Moment, da ist eine Kiste. Da will ich hin. So, bevor wir da jetzt mal lang gehen, werde ich sagen, gehen wir mal den anderen Eingang rein. Den wir ja auch gesehen haben. Und zwar meine ich genau den hier. Ach. Da sind auch gleich wieder die Gegner. Halt, Manu. Man läuft hier andauernd Gefahr, zu schnell zu drücken. Und jetzt wird's fies. Volksmusik wirkt irgendwie gar nicht. Toll. So. Das wird wohl nicht reichen. Nee. Für die Pute nicht. Wir sind hin. Juhu. So, wir sparen mal ein paar Tränke und dann nehmen wir mal ihre Magie. So. Hier haben wir nur Kisten. Halt. Bomben und Pfeile, das ist doch super. Da hat sich der kleine Umweg doch gelohnt. Und dann geht's zurück in die nächste Etage. Und dann hoffen wir mal, dass wir da auch zurechtkommen. Einigermaßen. Links oder rechts? Ich würde sagen, wir gehen mal rechts lang. Und da ist diese doofe Kiste, da will ich hin. Ach, hier geht gar nicht. Hier geht's ja gar nicht weiter.
Hier geht gar nicht, auf jeden Fall. Gut, dann müssen wir hier lang gehen und die Idioten ausschalten. Schwuppdiwupp. Schwerer Treffer. So, mal gucken, ob sie sich heilen. Natürlich, sie heilen sich. Alle beide. Aber sterben werden sie trotzdem. Kann ich auch doof sie zuerst angreifen sollen. Das wäre taktisch klüger gewesen. Aber egal. So. Und weiter geht die wilde Fahrt. Ich will die Kiste haben. Okay, hier ist ein Aufstieg. Da haben wir zwei Sphinx. Sphinx. Irgendwie so. Auf jeden Fall mies auszusprechen. So, aber die Sphinx sterben jetzt auch. Und dann geht's hier oben lang. Was haben wir hier? Okay. Ein weiterer merkwürdiger Aufstieg. Und Bums und Bams. Wir bringen Tod und Verderben in die Eispyramide. Todesbanke. Okay, bringt uns jetzt nicht den Tod, aber ein bisschen Schaden. So, und die Frage ist, können wir vielleicht hier runterspringen? Wäre doch mal interessant zu wissen. Wisst ihr was? Wir machen es einfach mal. Ah, cool. Geht sogar. Toll. Hat sich ja gelohnt. Das Ding geht nicht down. Wie schade. Komplimente, dadurch wird sie verwirrt, natürlich. Aber greift dennoch das Ding an. Super. Was haben wir hier? Die Stahlrüstung, das heißt dann wohl noch mehr Verteidigung. Oh ja. Und noch Ambrosia und Pfeile. Und Heiltränke. Halt. Und noch mehr Pfeile. Ist ja unglaublich. Wie großzügig. So, vorbei. Aber es macht uns gar nichts. Tot. So, nochmal vier Pfeile und Krafttränke. Und genug Pfeile haben wir jetzt auch. Warum keine Bomben? Egal. So, dann geht's wieder zurück. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, der Umweg. Und der Sprung in die Tiefe. Also, zurückeilen. Und dann weiter aufs hohe Eis und diesmal nicht in den Abgrund stürzen. Einmal reicht, denke ich doch mal. Die Kiste, gut. Die brauchen wir jetzt mal nicht. So, hier langsam und vorsichtig gehen. Ganz vorsichtig. Bloß keinen Fehler machen. So, so, so. Gut. Ich hab die einigermaßen. Das machen wir jetzt mal so. Ich hoffe, sie greift zuerst an. Nein, leider nicht. Doof. Aua. Und die ist erblindet. Blinde Kuh. Und trifft dennoch. Cool. So.
So, das war's hier. Und aufgestuft worden wir auch. Das ist ja unglaublich. So, Heilung. Sie jetzt auch mal. Gut, wo lang gehen wir jetzt? Was haben wir da oben? Irgendwas Spannendes? Gucken wir mal nach. So, ich denke mal, die werden beide drauf gehen. Natürlich. Und dann hoffentlich lohnt sich jetzt das. Nee, lohnt sich gar nicht, aber egal. Dann holen wir jetzt mal eine Kiste. Besser eine Kiste als keine. Bomben, na, geht doch. 66. Ich hasse Schnapszahlen. Ich weiß auch gar nicht warum, aber es ist irgendwie so. Gut, besiegen wir die nochmal. Nee, nicht ganz. Komplimente, sie ist verwirrt. Mal wieder. Und wir auch. Verdammt. Nein, nein. Na, ganz toll. Oh oh. Wenn wir das mal nicht daneben geht. Gut, wir sind schon mal hin. Und sie wohl auch gleich. Manu, ach, das gibt's doch gar nicht. Und wir sind zum ersten Mal besiegt worden. Das Spiel ist vorbei. Es hat mir Spaß gemacht, mit euch zu spielen. Und jetzt geht's weiter. Der Kampf beginnt von neuem. Neues Spiel, neues Glück. So. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir länger überleben oder insgesamt mal überleben. Ja, immerhin etwas. Einmal sterben genügt. Und wie ihr seht, es hat uns keinen Nachteil gebracht jetzt. Nicht so wirklich. Außer ein paar wertvolle Sekunden, die verstrichen sind. So, und das hier. Können wir rüber? Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte extra ganz vorsichtig gegen, aber irgendwie gar nicht. Verdammt. Tja, ich soll mal vorsichtig sein. Naja, dann halt nochmal da lang. Nochmal in die Höhe, nochmal den Eispfad entlang und nicht in die Tiefe fallen, wenn es geht. Da, dab, dam. So. Nochmal das Ganze. Und ich würde sagen, diesmal werden wir uns in der Mitte mal eine Bombe legen. Weil das sieht ja einigermaßen zerbrechlich aus. Ganz unauffällig natürlich. Und zwar machen wir das mal. Halt. Falscher Knopf. Und bam. Und runter geht's in die Tiefe. Hui, hui. Wuppdi. Schwuppdi. Wo sind wir jetzt? Wow. Eine große Truhe, die will ich haben. Und beim nächsten Mal bekommen wir sie wohl auch. Bis dahin. Macht's gut.